Ja, muss mal mein Smiley hier ein bisschen Positivenergie hier mit meiner Kaffeetasse verbreiten. So. Fangen wir an. Herzlichen guten Tag. Guten Morgen. Genau. Ich habe auch schon was so beim Kaffee. Also nochmal, guten Morgen zum neuen Gedankenflimmern Live-Podcast. Diesmal sitzen wir natürlich nicht zusammen, sondern eben, wie es die Abstandsregelung gebührt, viele Meter auseinander, der Michael und ich. Wir haben heute auch noch einen Gast hier per Video mit dazugeschaltet. Wir streamen das Ganze live auf Facebook. Dort auch nochmal schönen guten Morgen. Ja, worum geht es heute? Wir haben uns Gedanken gemacht oder wir machen uns auch gleich mal Gedanken und unterhalten uns zum einen darüber, Coronavirus, wie wird eigentlich dadurch unser Alltag verändert im familiären Bereich, im beruflichen Bereich? Was läuft weniger gut? Wo brauchen wir vor allen Dingen noch Unterstützung? Neben mir natürlich wieder Michael Grunewald vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann vom Zentrum Bildung der EKHN. Ja, Michael, wie geht's dir denn so im? Ist das ein Coronavirus-DNA-Strang hinter dir? Nein, das symbolisiert natürlich die ganzen digitalen Verbindungen, die es weltweit gibt. Ja, Ah. das ist sozusagen jetzt eine digitale Mission wie eine DNA, da ja im Augenblick die Kommunikation hauptsächlich über digitale Kanäle passiert, durch die räumliche, physische Distanz natürlich dann, sagt man nicht unbedingt auf soziale Kontakte zu verzichten. Aber die sind in der Regel heute alle digital. Also ich sitze ja hier im Homeoffice seit knappen 2 Wochen. Wir hatten gerade eine Hauskonferenz, das heißt, alle Mitarbeitenden des Hauses, das sind 23, waren über Videokonferenz zusammengeschaltet. Wir haben gerade eine Runde gemacht, eine Stunde lang. Wie geht es euch gerade? Und wir merken einfach, dass diese Form des Arbeitens für uns alle neu ist, dass sie nicht unbedingt positiv wahrgenommen wird, weil eben ganz viele Dinge wegfallen. Und das sind ja so, sag mal, im Augenblick wohl zentrale, neben allen technischen Problemen und Fragen von Datenschutz und so weiter, auch eine Frage, wie verändert es uns und unsere Arbeit? Ja, das sehe ich ähnlich. Also wir haben ja im Zentrum Bildung im Prinzip auch schon seit fast anderthalb, 2 Wochen auch verordnet Homeoffice für die Referenten. Es läuft im Zentrum selber noch Notbetrieb, Verwaltungskräfte und auch unsere Leitung ist vereinzelt nochmal dort. Und auch am Wochenende wird dann alleine nochmal so der Rechnungsstapel weggearbeitet. Und für den Rest heißt es halt auch Homeoffice. Wir haben auch regelmäßig Teambesprechungen beziehungsweise ja auch digitale Kaffeepausen über Videokonferenz, wo einfach der persönliche Kontakt unheimlich wichtig ist, auch nicht verloren gehen soll. Und ja, uns geht es ähnlich. Also für viele ist Homeoffice auch erstmal eine Umstellung. Oft ist ja mit Homeoffice ja auch, ich sag mal, ein Klischee oder Vorurteil auch mit verbunden, ganzen Tag. Macht mal Homeoffice, hat dann doch nur eine Folge oder eine Staffel auf Netflix geschafft. Aber es geht in der Tat wirklich darum, auch erstmal im Homeoffice arbeitsorganisatorisch zurechtzukommen. Und dann nebenbei, das sehe ich jetzt in meiner Sicht, meine Frau ist ja in einer Klinik, in einer dieser systemrelevanten Berufe, wo man immer so schön klatscht. Und das heißt, ich habe dann auch noch die Kinder hier im Haus, übernehme die Rolle des Homeschool-Lehrers, bin ansprechbar und auch für mich, der eigentlich Homeoffice gewohnt ist, verändert sich gerade eine ganze Menge. Ja, das ist Ja. natürlich wahr. Ja. Also meine Liebste, die arbeitet ja im Kindergarten als Erzieherin und da ist es auch so, dass das ganze Team die letzte Woche noch zusammen war. Das heißt, sie hatten ein Kind, systemrelevantes Kind, wenn man heute so sagen würde, und waren teilweise zu sechs, teilweise zu siebt als Erzieherin da und da tauchte auch die Frage auf, können wir eigentlich Homeoffice machen und Sie können jetzt Homeoffice machen. Sie haben jetzt zwei Teams geteilt und ein Team macht Homeoffice. Da mache ich im Augenblick auch gerade eine Einführung in Zoom, also in die Frage, wie können Sie jetzt in Ihren einzelnen Räumen, in denen Sie jetzt zu Hause sind, miteinander kommunizieren?
Wie können Sie gemeinsam sich mit Texten befassen, die sich mit Erziehung fragen? Wie machen wir Elternabende? Was gibt es für neue Erkenntnisse in der Hirnforschung? Was hat psychologisch die ganze Frage der häuslichen Gewalt, die zunimmt, auch die häuslichen Krisen, die Sie auch mitbekommen? Wie gehen wir damit um? Und da ist einfach so ein Austauschformat durch Raumwände hindurch ein ganz wichtiges Instrument. Auch wenn es nicht wirklich sich gut anfühlt, auf die Dauer und zu einer sozialen Isolation auch führen kann, auch ganz viele Gespräche, das hatten wir heute Morgen in der Runde auch mehrfach, dass Sie gesagt haben, mir fehlt einfach der informelle Austausch, der so mal passiert, wenn man sich gerade einen Kaffee holt oder wenn man gerade mal auf dem Flur ist und jemanden begegnet. Ja, das ist richtig. Also ich sehe da ja vor allen Dingen auch erstmal drei Herausforderungen. Zum einen, das ist erstmal eine ganz pragmatische, das ist die technische Ausstattung. Also ich habe das auch im Umfeld gesehen. Viele waren gar nicht auf diese Situation technisch vorbereitet. Das heißt, es gab nicht ausreichend Laptops, es gab nicht ausreichend irgendwie Webcams, Headsets, VPN-Verbindungen. Also das heißt, das lief erstmal die ersten anderthalb Wochen unheimlich schleppend auf der technischen Ebene, die Menschen erstmal arbeitsfähig zu machen. Das war eine Riesenherausforderung für die IT-Abteilung. Kann man natürlich überlegen oder auch die Frage stellen, auch im Hinblick auf Schulen, wurde in den letzten Jahren hier einiges versäumt oder welche Erfahrungen ziehen wir jetzt im Prinzip für kommende Pandemien und Krisen? Welche nehmen wir da mit? Zweite Herausforderung, das ist die Selbstorganisation im Homeoffice. Also das heißt, schaffe ich es wirklich, meinen Büroalltag hier zu organisieren? Wie ist es mit dem Austausch mit dem Kollegen, was du ja auch gerade gesagt hast? Fällt mir hier nicht die Decke auf dem Kopf? Bekomme ich meine Arbeit selber organisiert? Und dann natürlich der dritte Punkt, wie verbinde ich das mit meiner Familie? Das heißt, wenn man nebenbei eben noch auf Kinder aufpassen muss. Homeoffice ist nicht gleich Kinderbetreuung, das passt im eigentlichen Sinne nicht wirklich zusammen. Hier müssen von beiden Seiten oder zumindest von der Seite des Homeoffice auch ja, Kompromisse getroffen werden. Wir haben einige Gäste auch über Facebook und auch jetzt hier bei Zoom sind auch welche dabei. Wir stellen natürlich auch die Frage, wie geht es bei euch, bei Ihnen? Hat die Umstellung, ich sag mal, gut funktioniert? Gibt es irgendwie größere Probleme, gab es, die vielleicht einfach mal ja, die Meinung mitteilen, mit dazuschalten, mitdiskutieren oder auch gerne in den Facebook-Live-Chat mit reinschreiben. Ich nehme das denn hier gerne mit rüber. Timo, wie geht's dir denn in Treben? Es geht alles soweit ganz gut. Ich hatte mir zum Glück schon eine Woche vorher, bevor das alles losging, mir über Homeoffice Gedanken gemacht, um fürs Vikariat ab September einen Arbeitsplatz hier zu Hause so zu haben, weil eigentlich fand ich die Trennung, man fährt ins Büro und macht da seine Arbeit und ist dann zu Hause und hat da seine Wohlfühlzone eigentlich ganz gut. Und dann hatte ich mir extra schon einen Schreibtisch hier eingerichtet, aber wenn man auch zu mehreren im kleinen Raum ist, muss man dann auch immer gucken, wer ist dann am nächsten irgendwie bei den Kindern irgendwie dran, um da zwischendurch rauszuspringen. Und die Vorbereitung, die wir jetzt kollektiv treffen oder diese technische Eingewöhnung ist, glaube ich, nicht nur für die nächste Pandemie oder so relevant, sondern auch für die Zeit danach. Bei uns in der Evangelischen Akademie in Berlin treffen wir uns jetzt gerade jeden Morgen zu einem kurzen Meeting. Und das ist schon faszinierend, wie innerhalb von 2 Wochen es so ein Videomeeting nicht mehr losgeht mit Hallo, hallo, hört man mich? Hallo, hallo. Sondern es ist einfach, okay, es läuft und man trifft sich und manchmal sind es dann auch nur 5 bis 10 Minuten und man hat sich irgendwie kurz einmal gesprochen und hat sich vielleicht sogar mehr gesehen als bei uns im kohlenstofflichen Büro, weil die Flure relativ verwinkelt sind und dann wenigstens einmal so ein kurzer Punkt kam, wo man zusammengekommen ist. Aber ja, auch ich wurde überrannt von der Webcam-Welle und habe jetzt auch keine gescheite Webcam mehr kaufen können, dessen Preise ja auch völlig explodiert sind. Podcasting-mäßig hatte ich zum Glück sehr viel Audio-Equipment, was ich auch anderen Leuten jetzt zur Verfügung stellen konnte. Und ja, für die Akademie darf ich allgemein jetzt digitale Formate für politische Bildung noch mit voranentwickeln, weil wir da halt auch nichts hatten. Die ich jetzt gerade für April nochmal einen extra Vertrag dafür bekommen habe. Und es ist halt auch eine gewisse Chance, die da drin steckt. Aber
Darf man das, ich sag mal, darf man das? Darf man das so positiv sehen und sagen, okay, durch diese ganze Corona-Geschichte ist jetzt ein Schub durch auch die Kirche, durch unsere Arbeit in Richtung Digitalisierung gegangen? Was meinst du, Timo? Also ich bin ja von Berufs wegen der Zwangsoptimist, der die Hoffnung verbreitet. Und natürlich kann man das jetzt nicht als die geile Lösung für alles irgendwie betrachten, weil es irgendwie immer noch um Menschenleben dabei geht und um sehr viele krasse Faktoren. Aber es ist ja immer so, dass Sachen zwei Seiten haben. Und ich finde es auch anstrengend, den ganzen Tag in Audio-Meetings zu sitzen, wo die Audioqualität wegen der Technik der Übertragung vor allem meistens auch sehr mäßig ist und für meine Ohren das sehr anstrengend ist. Aber ich bin auch froh irgendwie über die gewissen Teile und dieses Gleichgewicht von, man darf auch benennen, dass das nervig und anstrengend ist, aber es hat auch positive Seiten für jetzt und auch für danach, dass man das irgendwie beides mit betrachten soll. Ja, es gibt ja im Augenblick auch gerade die Diskussion, die haben wir in der Kirche hier in der EKHN auch, die haben wir auch im Zentrum, inwieweit das sozusagen die Corona-Krise überdauert. Also ist es jetzt sozusagen eine momentane Zwangssituation oder können wir Teile davon auch übernehmen? Ich bin da tatsächlich noch etwas skeptisch. Also wir werden sicherlich Videokonferenzen in der Form haben, dass wir Besprechungen, bei denen lange Anfahrtswege da sind. Das ist in Berlin ja manchmal auch so, ja, dass es lange Anfahrtswege gibt, dass wir da schauen, wie wir das über Videokonferenzlösungen machen können. Aber wir merken alle, das ist heute Morgen eine ganz große Rückmeldung gewesen, wir merken alle, wie uns einfach diese fehlende soziale Nähe auch ein Stück weit wirklich fehlt. Ja, also Homeoffice ja, aber dann über digitalisierte Kanäle auch nur mit Maßen. Ja, und ich denke mir, Ja. da wird sich ja sicherlich auch, der Timo hat es schon gesagt, es hängt natürlich auch an Qualitäten. Eine Videokonferenz mit einer guten Audioqualität ist weitaus angenehmer, als wenn man dauernd genau zuhören muss, was jetzt der andere sagt, weil die Audioqualität nicht gut ist. Ja, das ist viel anstrengender. Ja, es ist ja nicht nur das Zuhören, sondern es sind ja auch einfach, ich sag mal, durch schlechte Mikrofone die Störgeräusche, dieses Kriseln, das Brummen, was entstehen, dann gerade wenn man Kopfhörer auf hat, kommt das auch direkt in den Hörkanal und dann kriegt man ganz schnell einfach auch Kopfschmerzen davon. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne, die ist da wirklich sehr gering und ich glaube, viele merken, oder das war ja auch immer, das, ich meine, das war ja auch immer auch ein Tipp oder ein Hinweis im Bereich mit der Arbeit, mit Videokonferenzen. Jeder, der an einer Videokonferenz teilnimmt, hat ja Anteil auch an der Qualität der Konferenz, eben durch die verwendeten Technologien, Headsets, Kameras, wie auch immer. Und ja, ich bin im Moment auch ziemlich, ja, fast sprachlos, wie so die preisliche Entwicklung von Kameras und Headsets gerade ist. Die sind ja teilweise um 100% teurer. Das ist ja schon krass. Bin ich froh, dass ich das Equipment auch schon selber hatte. Ja, richtig. Ja, was natürlich auch eine Rolle spielt, das ist, also merken wir auch im Augenblick, das merke ich auch, weil ich hier immer wieder Fragen bekomme. Also ich habe hier noch einen zweiten Rechner stehen, das ist sozusagen mein E-Mail-Account, mein E-Mail-Server, dass da jeden Tag Anfragen reinkommen wegen Datenschutz im Zusammenhang mit Videokonferenzsoftware. Die Frage von Datenschutz und WhatsApp, also machen wir es jetzt trotzdem. Das heißt, es gibt jetzt eine vermehrte auch Unsicherheit in der Nutzung der digitalen Werkzeuge, die wir haben und die wir auch schätzen. Ja, aber ich habe jetzt gestern mal recherchiert zu Zoom, also vor allen Dingen, wie gesagt, im amerikanischsprachigen Raum. Da geht es um die Verschlüsselungstechnologie, dass eben Zoom gar keine richtige End-to-End-Verschlüsselung hat, sondern nur eine Transportverschlüsselung. Und so technische Fragen, die verunsichern dann, ja, wenn irgendwo, ich habe gestern Nachmittag gesehen, RTL hat nochmal gesendet, dass man jetzt bitte Zoom nicht mehr verwendet, dass der Datenschutz darauf hinweist, mit einer Begründung, die mit dieser iOS, Zoom-App zusammenhängt, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wieder völlig überholt war. Ja, aber es führt zu einer Verunsicherung und dass diese Ja. Verunsicherung
betrifft sozusagen nicht nur unser Leben, unser Arbeitsleben, unser privates Leben, wie wird es weitergehen, sondern jetzt auch tatsächlich, ich höre mich jetzt zweimal. Irgendjemand hat noch ein Mikro. Ja, deine Verbindung, die hakt gerade ganz gewaltig. Meiner? Bist du noch da, Michael? Ich bin noch da, ja. Ich sehe dich nur ruckeln und ich höre ja, dich. Ja, die Verbindung, die ist gerade ganz hakt. Ich höre Michael flüssig und Tobias ruckeln. Genau, Tobias ruckelt. Tobias, du bist es, der hier ruckelt. Du hörst mich. Ja, abgehackt. Also musst du nochmal an deinem Equipment schauen. Wie läuft eigentlich alles soweit? Abgehackt, genau. Auch ganz schlimm. Wahrscheinlich. Aber vielleicht ist das einfach auch nur so ein Videokonferenztrick, wenn man keine Lust mehr hat, irgendwie zu machen. Aber einfach, ich kann. Dann schaltet man einfach ab und war die Verbindung schuld. Ich glaube, das läuft jetzt wieder ein bisschen besser, oder? Nee, nicht wirklich. Da sind die Kinder gerade oben am wieder alle am Zocken. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, klassisch in der Podcast-App-Welt empfiehlt man. Nee, Tobias, du hängst. Es ist zu empfehlen, alle Cloud-Synchronisationsdienste auf dem eigenen Rechner auszuschalten. Also sowas wie Dropbox oder Nextcloud, die Daten hoch und runter. Ja, ja, das habe ich auch. Wahrscheinlich sind die Kinder schuld. Das ist auch eigentlich auch alles. Ja, genau. Also ich grundsätzlich sind es ja eh immer die Kinder so. Genau, aber mir hängt jetzt auch gerade relativ viel. Ich glaube, wir unterbrechen jetzt mal ganz kurz unsere Sendung. Michael, kannst du ein bisschen Werbung einspielen? Ja, ich kann dir einfach ein bisschen noch was erzählen, was wir heute Morgen noch gemacht haben. Also diese Digitalisierung und dieses Homeoffice, das war auch eine große Rückmeldung. Tobias, du hattest es vorhin schon angesprochen, dass eben diese Frage der, wie organisiere ich meinen Alltag in meinen eigenen vier Wänden, auch nochmal eine große Herausforderung ist. Also zu sagen, ja, wann mache ich Pausen? Wir haben Kolleginnen, die sagen, wir sind jetzt, ich sag mal, 3, 4, 5, 6, 7 Videokonferenzen nacheinander, um Texte zu besprechen für eine gemeinsame Publikation, die einfach sagt, ich kriege dann einfach nach der vierten kriege ich Kopfweh. Und das liegt nicht nur an der Audioqualität, sondern es liegt auch daran, dass diese Form, also dieses ständig auch, sag mal, präsent sein müssen. Ja, man ist ja von der Kamera dann auch, man wird ja immer wieder auch beobachtet. Das geht mir auch so. Ich habe hier meinen Monitor, da sind alle jetzt in der Galerieansicht. Meine Kamera ist oben auf dem Monitor. Ich gucke immer die Leute, muss dann wieder überlegen, gucke ich jetzt in die Kamera, wenn ich spreche, dann sehe ich aber nicht die Reaktion. Michael, dein Mikrofon ist leise gestellt bei mir gerade. Deshalb höre ich dich nicht mehr. Ich wurde gerade von unserem Host stumm geschaltet. Nee, nicht von mir. Ich habe die Meldung bekommen, dass der Host mich stumm geschaltet hat. Also bei mir hängt gerade relativ viel. Ich musste gerade herausfinden, was dir gerade alles ausbremst. Genau, schau du da mal nach. Ja, also diese Verunsicherung, ich hatte ja gestern und noch eigentlich mal, wollte ich dich zum Host machen, dass wenn ich gleich rausfliege, du noch da bist. Ja, dann gib mir mal den Host. Ich bin es noch nicht. Ja, würde ich gerne, aber wir reden hier so viel über Datenschutz und jetzt hat Zoom auch die Schnauze voll. Ah, jetzt bin ich der Host.
Dann kann man. Genau. Genau, schauen wir mal. Ja. Also diese Genau. Verunsicherung. Kannst du aber weiterreden? Ich bin Genau. gleich wieder da. Genau, ich erzähle noch, was uns heute Morgen auch noch so beschäftigt hat oder was mich im Augenblick gerade beschäftigt ist. Das ist eben diese Verunsicherung, die ja nicht nur eine technische Verunsicherung ist, sondern auch die Frage, wie geht es uns sozusagen mit dieser ganzen Corona-Krise privat, aber auch in der Arbeit weiter? Und da eben auch zu schauen, welche Bilder haben wir eigentlich von unserer Zukunft, also von unserem zukünftigen Arbeiten? Ich hatte gestern bei Lanz mal reingeschaut, da saß Margot Käßmann, die sagte ja, was wir natürlich jetzt auch brauchen in so einer Situation, das sind positive Bilder von einer Zukunft. Also im Augenblick haben wir ja sehr starke dystopische Fantasien. Ja, das geht darüber hinaus, zu sagen, wir machen jetzt das mal 2, 3 Wochen und dann ist das alles vorbei. Ich glaube, das ist eine Illusion, dass es vorbei sein wird, sondern das wird wahrscheinlich noch längere Zeit andauern. Manche reden ja davon, dass es noch Jahre dauern wird. Ich hoffe mal, dass ich das Homeoffice auch nach dem Sommer wieder verlassen kann. Ich hoffe früher, aber ich befürchte doch eher später. Also die Frage von, welche Bilder haben wir von der Zukunft? Und die digitalisierten Bilder, die wir haben, das sind ja vor allen Dingen, wir hatten das in der letzten Sendung auch angesprochen, das sind ja vor allen Dingen Bilder, die dystopisch sind. Also, wir werden überwacht, wir werden fremdbestimmt durch Techniken, die künstliche Intelligenz, Algorithmen werden über unser Leben bestimmen. Das sind alles so Fantasien, die jetzt im Augenblick sehr stark auch wieder hochkommen in Bezug auf den ganzen digitalisierteren Alltag, den wir haben. Und die Frage der positiven Bilder doch ein Stück weit ganz, ganz, ganz zu kurz kommt. Also ich hatte letzte Woche eine Videokonferenz im Bundesministerium für Frauen, FSFJ, Frauen, Senioren, Familie und Jugend oder andere Reihenfolge, ich weiß es nicht mehr genau. Frauen und Familie kann auch ausgetauscht sein, dass diese dystopischen Bilder doch sehr, sehr stark sind und wir eigentlich ganz wenig Bilder von einer positiven, digitalisierten Zukunft haben. Also wo können eigentlich digitalisierte Werkzeuge uns helfen? Ja, eins, das bekommen wir jetzt gerade mit, ist eben, dass es ein Stück weit soziale Isolation aufheben kann, wenn die körperliche, wenn die physische Nähe nicht gegeben ist, dass man dann doch ein Stück weit über diese digitalisierten Möglichkeiten Nähe schaffen kann. Ich habe gestern Morgen eine Kollegin darin unterstützt, dass sie auch Zoom mit Bild und Ton nutzen kann. Bisher ging es nur mit Ton und wir haben uns dann mit Bild auch gesehen und wir haben eine Stunde miteinander geredet über Arbeitsalltag. Und sie hatte diese Erfahrung vorher nicht, ja, wie plötzlich eine Nähe entsteht, nur weil man beispielsweise die Mimik des anderen sieht. Ja, des Gesprächspartners, das ich jetzt sehe, bei Timo da hinten ist die Katze, die mit dem Arm wedelt, ja, ich sehe ihn lachen, das bringt nochmal eine ganz andere Nähe, als das nur über eine Textzeile zu machen oder nur über einen Audiokanal zu machen. Und das, finde ich, ist eine Erfahrung, von der wir auch lernen können, dass soziale Nähe, ich habe das immer in dem Begriff der Viralität genannt, dass wir sozusagen virtuell und real gar nicht mehr trennen können. Vielfach wird so aber getan, als könnte man sozusagen jetzt aus der analogen Welt in die digitale Welt gehen und wenn das alles vorbei ist, kann man wieder in die analoge zurückwechseln. Ich glaube, das wird so nicht sein. Wir müssen lernen, wie wir beides miteinander verbinden. Timo hatte sich gemeldet. Ja, das ist auch meine Hoffnung, dass genau in diesem Bereich von so Blended Learning, also dem kontinuierlichen Wechsel aus so digital vermittelten und kohlenstofflichen Präsenzbildungsprozessen über einen längeren Zeitraum, dass da die Lücke sich stärker noch schließen wird, weil das digitale Hürde, da muss man dann irgendwie Video machen und ist auch irgendwie schwierig.
das ist weg, weil das kennen wir jetzt alle kollektiv. Das haben wir jetzt einmal geübt und vielleicht ist es wie Fahrradfahren, dass es nie mehr so ganz weggehen wird. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir verantwortungsvoll sagen können, dass wir Präsenzveranstaltungen wieder machen können, wollen und dürfen. Und dann habe ich zumindest die Hoffnung, dass es wirklich klappt, da langfristige Bildungsprozesse vielleicht auch miteinander zu gestalten und eine ganz große Wertschätzung irgendwie für die kohlenstofflichen Sachen ist und eine ganz pragmatische Brückenschlag dazwischen zwischen kohlenstofflichen Meetings mit digitalen Hilfsmitteln stattfindet. Ja, auch dass beides sozusagen eine Wertigkeit hat. Ja, also wenn ich mir überlege, dass ich 3 Stunden von hier bis nach Michelstadt im Odenwald fahre, um eine einstündige Besprechung zu machen und dann 3 Stunden zurückfahre, das ist eine Verschwendung von Ressourcen ohnegleichen. Ja, das macht, also die Erfahrung machen wir, dass es immer dann auch durch virtuelle Besprechungen ersetzt werden kann, wenn man sich vorher schon mal zumindest irgendwie gesehen hat. Ja, wenn man schon mal vielleicht so eine Präsenzveranstaltung, eine Präsenzsitzung gehabt hat, wo man sich mal so austauschen kann und dann später in so einen Arbeitsmodus kommen kann, wo auch eben diese digitalen Technologien ihren hohen Stellenwert haben. Ja, das finde ich eigentlich sehr angenehm. Und da hoffe ich, dass davon etwas bleibt, auch wenn ich jetzt immer wieder Stimmen höre von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hoffentlich ist das bald vorbei. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schlecht ist. Ja, ich hoffe, dass das eben eine Minderheitenmeinung sein wird. Ja, und es gibt ja so etwas wie, sag mal, die Frau Rumpf, Kommunikationsmedienwissenschaftlerin, die sich mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen an der Hochschule, ich glaube in Ludwigsburg, auseinandersetzt. Die sagt, das wird jetzt durch diese Digitalisierung des Arbeitsalltags über Kommunikation, Videosoftware, Konferenzen, es wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Es wird zukünftig einfach einen stärkeren Stellenwert in unserer Arbeit haben. Ich wünsche mir das, aber ich wünsche mir das eben auch, dass wir das reflektiert tun. Tobias ist wieder da. Huhu. Genau, das ist jetzt auch eine der Situationen, wo einfach irgendwas jetzt passiert ist und der Computer eingefroren ist, Zoom eingefroren ist, kann passieren. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, es gibt leider jetzt auch einige, die solche Negativerlebnisse jetzt eben auch als, noch nicht mal als Argumentation, sondern als Grund dafür sehen, dass so solche Formate nicht funktionieren und auch nicht zukunftsfähig sind. Und so eine Entwicklung finde ich dann auch eher so ein bisschen bedauerlich, weil sie vielleicht auch so die Eigenmotivation hemmt, sich auch mit neuen Formaten auch mit auseinanderzusetzen. Ansonsten zu dem, was du gerade noch gesagt hast mit dem Treffen, man sollte sich erst einmal in echt getroffen haben vor Videokonferenz. Ich habe auch positive andere Erfahrungen gemacht, schon vor vielen Jahren, Bücher veröffentlicht mit Co-Autoren, die ich im Prinzip nur über Skype-Calls und Etherpad-Zusammenarbeit kennengelernt habe und es letztendlich ein Treffen dann beim Verlag gab. Also das hat auch gut funktioniert. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie man selbst in diesem Medium mit drin ist und wie man selbst so eine digitale Kommunikation in seinen Arbeitsalltag auch integriert hat. Wenn das ein Stück weit normal geworden ist, ist, glaube ich, auch die Barriere digitaler Formate anzuwenden, wesentlich geringer. Ja, da darfst du mich aber auch nicht falsch verstehen oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich meine es nicht als eine zwingende Notwendigkeit. Wir haben nur gemerkt, ja, dass es hilfreich ist, wenn man sich sozusagen auch mal tatsächlich physisch trifft. Wir haben ja auch Konferenzen vorbereitet oder Barcamps vorbereitet mit Leuten, die wir sonst im Alltag noch nicht gesehen hatten und das funktioniert wunderbar. Und trotzdem ändert es etwas am Zusammenarbeiten, wenn man sich sozusagen auch schon mal so gesehen hat. Man hat sich mal unterhalten, auch mal jetzt mal nicht funktional unterhalten, sondern einfach so.
Das wollte ich Natürlich. schon mal ausbringen. Also es gibt einfach Treffen, die müssen von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Ja, also das hatte ich letztes Jahr auch in dem Smartphone-Projekt, bin ich auch im EKHN-Gebiet rumgereist, um es vorzustellen, der Dekanatsleitung und sowas. Das muss im ersten Kontakt persönlich passieren. Da hast du vollkommen recht. Da kann man nicht einfach ja, gedankenlos Videokonferenzsysteme mit einsetzen. Und ich bin ja grundsätzlich der Ansicht, wir sollten jetzt auch nicht irgendwie in eine Stimmung verfallen, abzuwägen, werden digitale Formate die analogen austauschen und ersetzen, was ist besser, analog oder digital, sondern wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, wo können Ergänzungen und Synergien einfach geschafft werden, wo macht es einfach Sinn, digitale Formate anzuwenden, wo analoge Ebene nicht mehr weiterkommen. Genau, wir testen ja auch ganz viel aus. Am 30. April unser Online-Barcamp. Ja. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das sein wird, sich vielleicht mit 30, 40, 50 Leuten zu treffen und dann in Arbeitsgruppen, in Sessions zu gehen. Das ist schon auch eine spannende Herausforderung, von der ich denke, sie wird klappen, aber sie wird auch eine ganze neue Frage von ganze Welle von Fragen auslösen, ja, bei den Leuten, die teilnehmen, aber auch bei uns als Veranstalter. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja mittlerweile, haben wir schon über 50 Anmeldungen und es wird eine Herausforderung sein. Wir werden selber wachsen an diesem Tag, an diesem Projekt. Aber gerade was so den Bereich digitale Bildung angeht, besteht noch ganz viel Entwicklungspotenzial so in Richtung komplette, also wirkliche Tagungsformate oder Fortbildungsformate, die über ein Webinar hinausgehen. Und ich glaube, da haben wir auch noch ganz viel Arbeit vor uns. Genau, das ist ja vor allen Dingen dein Job als Referent für Medienbildung in der EKN, dass du dir da auch Richtig. Gedanken drüber machst, dass du ausprobierst, und das schätze ich ja auch sehr. Und fühle ich mich ja auch immer eingeladen und beteilige mich gerne, wenn das passt. Weil Fantastisch. mein Blick auf die ganze Digitalisierungsfrage ist ja eine andere. Also ich bin ja aus so einer gesellschaftspolitisch-wissenschaftlichen Sicht damit beschäftigt, was passiert jetzt gerade. Die ganze Frage von, was hilft uns in dieser Situation an digitalen Werkzeugen, an digitalen Angeboten? Wie reagieren Menschen darauf? Also ganze Fragen Sozialpsychologie natürlich, die da eine Rolle spielt. Die ganze Frage, wie organisiert sich jetzt Gesellschaft im Zeitalter der Corona-Krise neu? Seiten wie daslandhilft.de, wo man jetzt eben Erntehelfer und. Die ganze Frage der Unterstützung über soziale Netzwerke, die passiert. Ich habe gestern versucht, mich hier mit meinem Facebook-Account einzuloggen und konnte es nicht, weil Facebook mir gesagt hat, also im Moment wollen wir Spam verhindern und wollen eben Personen nur eine entsprechende Anzahl von Posts pro Tag gestatten, damit das System nicht überlastet wird. Ja, wo wir eben dann auch merken, oder ich jetzt gerade gemerkt habe, ja, dass eben digitale Dienste, die uns so im Alltag zur Verfügung stehen, plötzlich auch mal vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite aber auch ganz neue. Also ich beteilige mich an einem weltweiten Netzwerk, das eben die Computer, ich sag mal, Leistung teilt. Es gibt von der Universität in Stanford die unterstützen die Corona-Forschung, indem sie bestimmte Proteine untersuchen, die eben dazu führen können, dass Corona beflügelt wird. Und da sind wir in einem weltweiten Netzwerk von Millionen Rechnern zusammengeschaltet. Ich kann das vielleicht gerade mal zeigen. Einen Augenblick mal. Kannst du mal die Freigabe vom Bildschirm aktivieren, Na, bitte? selbstverständlich. Dann kann ich das gerade mal zeigen. Jetzt sollte es gehen. So, genau. Also, ich zeige das gerade mal hier. Das ist Folding at Home. Ja, da wird im Augenblick gerade Rechnerleistung verkoppelt weltweit nur zur Untersuchung von Proteinen, die mit dem Coronavirus zusammenhängen. Ja, und das sind jetzt im Augenblick, ich sag mal, 93 Milliarden Rechenstunden schon zusammengekommen, die nichts anderes machen, als eben diese Proteine zu machen. Oder die Frage von, wie gehen jetzt eigentlich Geschäfte um? Wir haben hier
Beispielsweise die Frage von, wie machen wir fairen Handel oder wie reagiert eigentlich der Handel selber in der Krise drauf? Dass man sagt, wie wird es lokal gemacht? Gibt es Bestellabholservice? Ich unterstütze im Augenblick gerade die Pizzeria hier um die Ecke, die ja auch nicht mehr verkaufen darf, indem ich mir im Prinzip zwar nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag ein Essen bestelle. Das kann ich mir halt auf der einen Seite leisten, weil ich die finanziellen Möglichkeiten habe. Auf der anderen Seite eben aber auch zu sagen, ja, ich nutze hier eine Möglichkeit, die mir jetzt digital bereitgestellt wird, indem ich das da online bestellen kann oder telefonisch bestellen kann und das abholen kann. Ja, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht jetzt gerade medizinische Schutzausrüstung in ihren 3D-Druckern. Ja, und da so diese ganzen Fragen, die beschäftigen mich im Augenblick schon. Ja, also was können wir eigentlich, was können wir tun? Wo kann ich helfen? Ja, ich bin jetzt dadurch, dass ich halt Risikogruppen angehöre, jetzt nicht in der Lage zu sagen, ich gehe jetzt hier auf den Bauernhof und helfe da beim, was ich beim Spargelstechen, mal abgesehen von meinem Kreuz, dass das nicht mitmachen würde, ja, ist das für mich keine Option. Ja, aber ich kann anderes machen. Ich unterstütze gerade eine Flüchtlingsinitiative, die auch guckt, wie sie sozusagen ihre Kommunikation mit den Flüchtlingen aufrechterhalten kann über digitale Möglichkeiten, weil die natürlich auch diesen täglichen Treff, den sie hatten, so nicht mehr aufrechterhalten können. Bestimmt. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge Alternativen, wie man eben Digitalisierung oder digitale Tools auch nutzen kann. Das ist richtig. Ich würde gleich gerne nochmal, wir haben jetzt ja schon etwas über die Halbzeit von unserem Podcast und ich weiß nicht, ob du vorhin schon was dazu gesagt hast, als ich mal kurz weg war, auf Thema Datenschutz auch nochmal zu sprechen kommen, weil du meintest ja vorhin auch, die Leute, die sind jetzt gerade einfach sehr verunsichert, weil sehr viele Meldungen jetzt auch gerade kursieren. Mir kommt es einfach gerade so vor wie so ein Präsommerloch. Man hat irgendwie kaum noch was, worüber man schreibt und stürzt sich dann auf die auf beliebte Artikel. Allein jetzt ist von Zoom Datenschutz abgesehen, die letzten drei Artikel, die ich jetzt gestern und heute gesehen habe, die beziehen sich eigentlich auch nur auf diesen ersten Heise-Artikel von letzter Woche, auf diese iOS-Sicherheitslücke, die ja schon längst behoben war oder behoben ist und eben auch auf Lücken, die in den letzten Jahren da waren. Datenschutz ist ja generell ein wichtiges Thema, das weißt du, auch wenn ich sag mal, ein bisschen flexibler bin als du. Aber denkst du, es ist jetzt eventuell der falsche Zeitpunkt oder denkst du, es ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt wirklich in Bezug auf Datenschutz ja alles ernst zu nehmen und ins Detail zu gehen, auf alles Wert zu legen? Oder glaubst du, die Corona-Krise legitimiert vielleicht jetzt übergangsweise auch mal dazu, ganz grundsätzlich nicht nur auf Zoom bezogen, sondern allgemein auch mal Ausnahmen vom allgemeinen Datenschutzverhalten zu tätigen? Also ich bin tatsächlich kein großer Freund von Ausnahmen. ja, für mich spielt Datenschutz schon eine große Rolle, weil ja immer die Frage ist, wer macht was mit unseren Daten, und da es keine Transparenz gibt, ja, finde ich, ist es ein sensibles Thema. Es ist was anderes, beispielsweise, ich sage jetzt mal, bei Videosoftware oder bei Kommunikationssoftware zu sagen, findet eine Verschlüsselung statt. Wenn wir jetzt hier miteinander reden, wir besprechen jetzt keine hochbrisanten Themen von, ja, das wird auf Facebook gestreamt, das ist mir völlig Schnuppe, ja, weil das datenschutztechnisch für mich völlig uninteressant ist. Aber denken wir mal an so etwas wie Seelsorgegespräche. Mhm. Ja, Seelsorgegespräch. Oder denken wir mal daran, dass jemand hier über Videochat mit seinem Arzt über Krankheiten spricht. Ja, da finde ich, gehört Datenschutz schon auch an erste Stelle, weil das natürlich auch die Frage ist, wer mit welchen Daten was macht. Und wir haben halt die Situation leider, ja, leider, dass es
ich sag mal, in der Regel gute Software nur gibt, wenn sie kommerzialisiert ist, weil dann sind genügend Leute da, die sich darum bemühen, was zu machen. Es gibt aber Ausnahmen. Also wir sehen ja zum Beispiel sowas wie Firefox. Ja, wir sehen sowas wie den Messenger Signal beispielsweise, die eben als Open Source Software auch einsehbar sind, wo wir auch sehen können, aha, was passiert da datenschutzmäßig. Und grundsätzlich ist es immer eine Frage des Vertrauens, ja, wo ich jetzt auch kein Problem habe, ja, zu sagen, okay, da ist eine Software, Facebook gibt seine Daten, die ich dahinter lasse, teilt es auch mit anderen. Ich kaufe auch ein bei eBay oder bei Amazon oder bei anderen Plattformen. Die bekommen auch von mir Daten. Ich weiß in der Tat nicht wirklich, was sie damit machen. Mögen sie ein Käuferprofil erstellen, das ist mir ziemlich schnuppe. Ich würde mich zu einer Gruppe zählen von relativ aufgeklärten Menschen, was technische Zusammenhänge angeht. Und wenn mir jemand, ich sag mal, Turnschuhe anbietet, weil jemand weiß, dass ich gerne Turnschuhe trage, mein Gott, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich überteuert Turnschuhe kaufe und mich dann hinterher ärgere, aber das ist jetzt nichts Ausschlaggebendes. Mhm. Aber es gibt sensible Daten und bei sensiblen Daten, personenbezogenen sensiblen Daten, sollen wir vorsichtig sein. Wir haben ja im Augenblick die Diskussion mit der Corona-App, die gerade entwickelt werden soll oder sich in der Entwicklung befindet, wo es unterschiedliche Systeme gibt. Ja, also wenn man nach Singapur schaut, gibt es ein anderes System. Dort werden die Telefonnummern registriert, derjenigen, die diese App benutzen. Dann wird genau geschaut, wer bewegt sich wo. Das kann man natürlich technisch auch anders lösen. Die Form oder das System, das jetzt hier, ich sag mal, in der Mache ist, basiert auf Bluetooth. Ja, zu sagen, wir machen ein anonymisiertes Tool. Ja, da kann ich mir erstmal sagen, okay, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, zu sagen, wir machen einfach so, dass die Geräte sich austauschen. Die andere Frage, und das ist keine technische Frage, ist ja, was passiert, wenn ich dann plötzlich eine Nachricht bekomme, hoppla, Herr Grunewald, wir haben festgestellt, Sie waren vor 7 Tagen mit jemandem unterwegs, der infiziert ist, bitte begeben Sie sich zum Schalter und holen sich Ihren Test ab. Ja, was macht das mit den Leuten? Also ist dann wahrscheinlich kein Telefonanruf, sondern wahrscheinlich auch eine digitale Meldung. Stimmt die Meldung? Ist sie nicht? Also es wird wiederum zu einer Verunsicherung führen. Und der Nutzen, ja, ich glaube, er wird nicht so wirklich riesengroß sein. Zumal diese Tests bis jetzt noch gar nicht zur Verfügung stehen. Ich würde mir wünschen, es würde mehr getestet. Timo. Ich würde vielleicht noch mal kurz auf die Kommunikationstool-Frage zurückkommen. Ja. Und die Frage nach Datenschutz. Wir erleben ja gerade, dass viele professionelle, kommerzielle Anbieter Gratislizenzen zur Verfügung stellen. Und auf den ersten Blick ist es halt total nett, damit alle in dieser Homeoffice-Situation auch drin sind. Zum anderen, wenn man institutionell denkt, dann richten wir uns da halt auch bei bestimmten Systemen irgendwie gerade ein und haben uns daran gewöhnt. Und das ist auch deren Interesse, warum sie es zur Verfügung stellen. Und an ein paar Stellen kann man halt auch überlegen, welche Ressourcen könnten wir auch selber als Kirche hosten, so dass sie funktionieren. Zum Beispiel bei Videokonferenzen. Jitsi ist ein Protokoll, das sieht in der Grundfunktion sehr ähnlich aus wie Zoom. Also wenn man nur miteinander sprechen will und keine Kleingruppen braucht, kein großes Livestream, dies, das, dann ist Jitsi ein 1A-Software. Und ich kenne super viele Leute, die gerade eigene Server aufgesetzt haben und Jitsi halt in einem Zweiergespräch zumindest auch tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt ist und so für therapeutische, medizinische Sessions, seelsorgerische Sessions voll gut taugen würde. Aber soweit ich weiß, kenne ich noch keinen kirchlichen Server, der dafür extra eingerichtet wurde. Man muss halt jetzt ein paar mehr Server einrichten, damit die nicht überlastet sind. Aber das ist tatsächlich irgendwie ein tolles Beispiel irgendwie, wie das möglich ist, sowas zu schaffen und eben gerade auch nicht zu sagen, okay, wir kaufen uns jetzt alle Zoom-Accounts, weil das irgendwie gut ist. Vielleicht ist es nämlich gar nicht das, was wir brauchen, so zwingend. Vielleicht könnten wir auch was anderes haben und da Open Source sichere Technologien selber hosten. Und ich würde aber auch nicht sagen, ja, man darf jetzt dieses und jenes nicht. Und ich glaube, dass wir tatsächlich eine Praxis haben, die über die bestehende Datenschutz
Verordnung hinausgeht gerade und die wird dann wieder eingeholt werden müssen mit dem, wie wir es dann einloten, ist irgendwie auch okay und es ist immer dieses Wechselspiel. Aber es gibt da tatsächlich auch tolle Möglichkeiten und privat habe ich jetzt gerade mit einem PeerTube, also einem föderierten Video-Hosting-System irgendwie auch ausprobiert und es gibt mittlerweile einfach Lösungen, die funktionieren. Und es wäre toll an manchen Stellen, wenn man sich auch mehr koordiniert zusammentun würde und überlegen würde, ah, was können wir da irgendwie gemeinsam machen. Von Linux in Kirchen wird jetzt bald mit Mattermost, kirche.social, glaube ich, auch ein föderierter, Open Source, Twitter-ähnlicher Social Media Plattform online gehen. Ob das genutzt wird, wird sich zeigen. Aber es gibt ganz viele Ja. Bewegungen in die Richtung. Ja, also ich bin ja eigentlich auch mal großer Freund freier Software und wir haben ja auch, ich sag mal, eine Nextcloud-Instanz im Zentrum mit Nextcloud Talk, was wir anbieten. Aber egal, mit wem ich mich unterhalte, ob jetzt Nextcloud Talk oder Jitsi oder andere offene Chats, wie du vorhin schon sagtest, für kleine Gruppen sind die okay, aber sobald die Gruppen größer sind, laufen die einfach nicht zuverlässig und von daher habe ich wirklich ja, Zoom in der Stabilität sehr zu schätzen gelernt, vor allen Dingen, wenn du mal über 100 Leute dann auch in so einem Raum mit drin hast, was dann immer noch stabil läuft. Aber da hast du vollkommen recht, da müssen wir wirklich als Aufgabe für die Zukunft sehen, zu schauen, okay, was brauchen wir eigentlich für welche Szenarien? Nicht jeder von uns braucht irgendwie einen Webinarraum für 100, 200, 300 Leute, oftmals eben sonst nur was für die digitalen, vertraulichen Gespräche. Das ist richtig. Ja, also was so die Datenschutzthemen angeht, wie gesagt, ich bin so, im Moment wird sehr viel sehr hoch gekocht und ich bin eigentlich der Meinung, man muss ja, Verhältnismäßigkeit sehen, man muss sich die einzelnen Dienste insbesondere auch mal selber ansehen, welche Daten werden wie wo verwertet und gespeichert. Natürlich ist es, wie Michael sagt, eine Vertrauensfrage. Wenn zum Beispiel Zoom explizit schreibt, wir verkaufen keine personenbezogenen Daten, glaube ich das. Man muss natürlich auch schauen, wie verdienen diese Unternehmen ihr Geld. Ich sage mal, ist da jetzt ein Unternehmen, wo ich monatlich viel Geld für bezahle, für eine Leistung, oder bekomme ich einen Dienst gratis und dieser Dienst verdient durch die Monetarisierung von Daten sein Geld. Also das sind einfach alles Indizien, wo man nachgehen kann oder muss. Ich glaube, im Moment würde ich einfach empfehlen, ich weiß nicht, wie ihr die Einschätzung teilt, ob ihr sie teilt, einfach ein bisschen Gelassenheit zu zeigen, einfach mal zu warten, bis jetzt die Corona-Krise, der Homeoffice-Zwang vorbei ist und dann aber konzentriert und zielgerichtet an das Thema dran zu gehen. Wie seht ihr das? Kann ich nur den Daumen hoch machen? Oh, super. Ja. Also ich bin auch eher pragmatisch, wie gesagt, mit Ausnahmen von bestimmten Situationen, wo ich denke, da ist es zwingend Ja, notwendig. natürlich. Ja. Also da würde ich keine Schalte machen über irgendeine Software, von der ich nicht genau weiß, wie sie funktioniert. Das ist klar, sicherlich. Gut, ja. Gibt es noch andere Meinungen dazu? Im Facebook-Live-Chat sind ja einige, die zuschauen, auch hier noch. Wie sehen Sie das? Wie seht ihr das Thema Datenschutz? Inwieweit, ja, wo ist das Verhältnis zwischen unserem teilweise improvisierten Homeoffice-Setting mit teilweise privaten, teilweise dienstlichen Geräten, mit der improvisierten Infrastruktur und ich sag mal, den Datenschutz, der uns ja auch umgibt. DSGVO ist ein großes Thema, kirchliches Datenschutzgesetz ist ein großes Thema. Ja, wie steht ihr, wie stehen Sie mit dazu? Einfach vielleicht mal Kommentare mit in die Chats rein. Gut, Michael, was haben wir denn noch auf unserer Themenliste? Ja, ich habe heute eigentlich, also für mich sind so diese drei Fragen: Was hilft mir? Also in der momentanen Situation, welche Kontakte zur Außenwelt, welche digitalen Dienste sind es, ja, die mir helfen? Das sind natürlich solche Dienste wie vor allen Dingen Kommunikationsdienste, ja, aber auch Unterhaltung. Es gibt von der Weltgesundheitsorganisation sehr erstaunlich. Es gibt von der Weltgesundheitsorganisation ein
wohlwollendes Klatschen, dass, weil die Gaming-Industrie, also Computerspielindustrie, eine Initiative gestartet hat, dass die Leute jetzt eben auch kostenfrei, das haben unterschiedliche Anbieter gemacht, kostenfrei die Gaming-Plattform nutzen können, zumindest bis Ende April. Ja, dass die Leute eben, wenn sie dann zu Hause sitzen und spielen, auch nicht rausgehen. Das heißt, man will hier vor allen Dingen eine jüngere, in Anführungsstrichen unvernünftigere Gruppe erreichen, dass man sagt, hier, wir binden euch ein bisschen zu Hause, indem wir euch ein Angebot machen, das ihr sonst gerade nicht haben könnt. Ja, die Weltgesundheitsorganisation klatscht Beifall, finde ich sehr erstaunlich, weil die ja nicht unbedingt zu den Freunden der Computerspielindustrie gehört. Natürlich ist auch hier, Timo hat es gesagt, auch ein Eigeninteresse daran, dass man Plattformen, Medion hat jetzt gerade eine Plattform aufgestellt, eine Gaming-Plattform, dass man natürlich auch Leute das sozusagen als Werbemaßnahme machen will, um Leute an eigene Plattformen zu binden. Aber ist ja auch okay. Ja. Was ich ziemlich genial finde, ist das Angebot von einigen Sportvereinen, Alba Berlin zum Beispiel, die Homesport-Angebote auf ihrem YouTube-Kanal bringen. Ja, es ist lustig, aber ich sag mal, nicht jeder hat irgendwie den Luxus, einen Garten mit Trampolin und Freilauf auch für die Kinder zu haben. Also gerade wenn man irgendwie in einer kleinen Mehrzimmerwohnung mit drin ist, da fehlt einfach auch Bewegung, da fällt einem die Decke auf dem Kopf und ich glaube, da können so gemeinschaftliche Sportaktivitäten wirklich Gold wert sein. Ja, wir können ja mal machen. Einarmiges Oh Reisen in ja. der 0,2-Liter-Klasse. Ja. Genau, richtig. Ich habe Smiley mehr als du. Ja, ich habe Ja. überhaupt keinen Smiley. Ich habe meinen Smiley im Gesicht. Genau. Wunderbar. Was Nee, also das denke wünschen? ich, das denke Ja. ich mir schon, dass ich sag mal, es eben Angebote gibt, die uns auch tatsächlich helfen können. Ja. Und da auch dann zu schauen, was gibt es da, ein Stück weit angstfrei sie nutzen zu können, das finde ich auch ganz wichtig. Ja, weil Ja. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man wirklich auch in eine, ich sage jetzt mal, depressive Haltung verfällt, zu sagen, jetzt wird alles schlimmer, es geht alles den Berg runter, ja, meine Gesundheit geht am Boden, sondern dass man sagt, okay, ich möchte meinen Alltag jetzt auch unter diesen besonderen Bedingungen strukturieren. Ja, dazu gehört auch Bewegung. Ich wohne jetzt in einem Haus mit 3 Stockwerken. Das heißt, ich habe jeden Tag Step Aerobic, mindestens 1 Stunde, die ich hier mache. Ja, und dann zu sagen, ja, es gibt sowas wie Alba Berlin oder auch andere Sportvereine, die sowas eben auch digital anbieten, ja, was auch hilfreich ist. Fertig aus. Lass uns doch mal abschließend auch noch mal gucken, was wünschen wir uns für die nächste Pandemie? Ja, was kann besser werden? Was wünschen wir uns irgendwie vielleicht auch vom Gesetzgeber, vom Arbeitgeber, damit, ich sag mal, das nächste Szenario vielleicht ein bisschen entspannter abläuft? Hier vielleicht auch noch mal die Frage zu den Zuschauern: Was wünschen Sie sich? Was kann besser laufen zukünftig beim nächsten Mal? Gerne per Wortbeitrag oder per Chat mit reingeben. Was wünschst du dir denn, Michael? Also ich wünsche mir in der Tat, dass wir es schaffen, die Vorteile, die positiven Aspekte, die diese digitalisierten Technologien bieten, dass wir die in Zukunft auch nutzen können. Ja, das ist jetzt nicht gebunden an die Software, ob das jetzt Zoom ist oder eine andere. Ich habe, wie gesagt, letzte Woche beim Bundesministerium, die hatten bluejeans.com genutzt. Das ist von der Funktionalität genauso wie Zoom. Ja, ich habe mich damit aber nicht beschäftigt. Mir geht es nicht um die Firma, mir geht es nicht um diese Software, sondern mir geht es darum, dass man die Möglichkeiten nutzen kann, die uns die Digitalisierung bietet und dann auch zu schauen, was brauchen wir in welchen Situationen und welche Angebote muss jetzt Kirche, wir beide arbeiten ja bei Kirchens, welche Angebote muss Kirche auch selber bereitstellen? Ja, wo wir also sagen, da vertrauen wir jetzt nicht auf einen kommerziellen Anbieter. Das kann ja Sinn machen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja sozusagen auch da immer hin und her gerissen, zu sagen, kaufen wir Dienste ein,
von Menschen, die ein kommerzielles Interesse haben, wo erstmal gar nichts dagegen zu sagen ist. Aber können wir sozusagen auf der vertraglichen Basis, so wie wir das in der EKN ja mit Zoom haben, einen Vertrag abschließen, der eben auch datenschutzrechtliche Fragen behandelt und der eben sich auch dann die Anbieterfirma sich datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterwirft. Hm. Ja. Und dann, wie die Firma heißt, ist mir letztendlich wurscht, aber die Funktionalität muss gegeben sein. Und das würde ich mir wünschen, dass wir die positiven Aspekte, die positiven Effekte mitnehmen können in die Zeiten nach der Krise, wann immer sie auch endet. Ja, also ich würde mir ja wünschen, zum einen, dass das Thema Homeoffice nochmal einen anderen Stellenwert bekommt. Ich selber genieße die Vorteile des Homeoffice ja schon länger. Ich habe ja auch nach Darmstadt fast 100 Kilometer Anfahrt und dann wieder 100 Kilometer zurück. Von daher genieße ich Vorteile des Homeoffice an wenigen Tagen in der Woche schon länger. Merke aber immer noch, Homeoffice ist oftmals noch etwas negativ belastet, weil der Eindruck vielleicht auch entsteht, dass man selber nicht so viel arbeitet wie in einem Büro, wenn man jetzt von 8 bis 16 Uhr vorm Computer sitzt. Da wünsche ich mir jetzt einfach, dass hier ein anderes Bewusstsein für mobiles und dezentrales Arbeiten einfach auch mal entsteht und die Voraussetzung hiervon auch vom Arbeitgeberseite geschaffen und angeboten werden. Also auch mobile Geräte, vielleicht wo es geht, Loslösung von der festen Arbeitszeit hin zur Vertrauensarbeitszeit. Das sind alles Punkte, die das Arbeitsleben zukünftig prägen werden, auch gerade was Digitalisierung angeht. Das ist, glaube ich, so mein größter Wunsch und dass wir eben mit den entsprechenden Diensten und auch Techniken ausgestattet sind, dass jeder über Mikrofon, Headset, EDV verfügt und dass eine funktionierende Software da ist für Videokonferenz, für sicheren E-Mail-Abruf, sicheren Zugriff auf den Server, dass das Thema, dass wir uns als Mitarbeiter im Prinzip auch gar nicht mehr um Datenschutz kümmern müssen, sondern einfach anwenden können, ja, sichere Anwendungen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das sind meine Wünsche. So, jetzt sagst du jetzt, wir sind hier nicht in Wünsch dir was, sondern in ISO. Nee, finde ich ja gut. Also kann ich ja auch alle teilen. Wir haben heute Morgen auch eine Diskussion gehabt, dass auch das genau, wie ist eigentlich Homeoffice geregelt, was brauchen wir, um wirklich Homeoffice machen zu können. Da geht es ja einerseits um die Technik, ja, die ja manchmal noch mangelhaft ist, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Aber auch dann zu gucken, wie organisieren wir sozusagen unser Arbeitsleben in einer mobilen Art und Weise. Ja, mhm. Dass wir eben nicht mehr an einen Einzelplatz gebunden sind, an einen Schreibtisch. Wir nutzen die Vorteile, wir wollen auch die Vorteile. Bei uns gibt es, glaube ich, gar niemanden, der sagt, ich will nur noch Homeoffice machen. Ja, sondern zu sagen, ja, bei uns ist eigentlich das Bestreben, wir wollen zurück in unser altes Leben, in unsere Vor-Corona-Zeiten leben. Ja, und trotzdem sozusagen noch diese Vorteile nutzen können, die es digitalisiert eben auch gibt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. 3 Minuten vor 11. Das Wort zum, was haben wir denn heute? Donnerstag, oder? Mittwoch. Ja, das ist auch so ein Punkt im Homeoffice, irgendwie die Tage, die haben immer eine andere Bedeutung. Auch wenn sie von vorne bis hinten alle gefüllt sind, also das Wort zum Mittwoch. Vielen Dank, Michael, dafür. Danke, ich glaube, das war jetzt eine runde, bunte Stunde. Ich habe einige hier auch zugeguckt, sich beteiligt. Auch danke, Timo, für deine zahlreichen Beiträge. Wir laden natürlich auch dazu ein, künftig sich einfach mit dazuzuschalten, mitzudiskutieren. Bitte nicht davon hemmen lassen, dass Sie vielleicht denken, ich bin thematisch gar nicht vorbereitet. Das sind Michael und ich eigentlich auch nicht. Also von daher einfach mit dazukommen. Wir wollen ja in dieser einen Stunde diese Themen bereden, besprechen und Meinungen, die hat in der Regel ja auch jeder oder eine Ansicht, die sich dann eben vielleicht in einem Disput oder in einem Diskurs zu einer Meinung prägt.
Ja, euch allen noch eine schöne Zeit, einen schönen Mittwoch. Bleibt gesund. Viel Erfolg auch noch in der weiteren Arbeit. Viel Spaß bei der Arbeit. Viel Kraft vor allen Dingen. Und vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Gedankenflimmern-Sendung wieder. Noch ein kleiner Webinar-Hinweis. Ein bisschen Werbung in eigener Sache muss ja auch sein. Am Schluss morgen um 14 Uhr, auch hier in diesem Zoom-Raum, ein Webinar zum Thema auf dem Weg ins eigene Streaming- und Webinarstudio. Das wird etwas technisch, weil viele fragen ja immer, was für eine Kamera brauche ich, was für ein Mikrofon brauche ich. Und ich habe morgen den Philipp Köhler mit dabei, ist auch Pressereferent beim Deutschen Roten Kreuz und macht dort auch sehr viel Livestreaming, Live-Übertragung. Und wir gehen einfach mal so verschiedene Möglichkeiten in verschiedenen Preisklassen auch durch, wie man sich ein eigenes Studio aufbauen kann. Jo. Check. Genau. Und jetzt überlasse ich, hey, das ist ein Spielpferd. Michael, dir die Verabschiedung und ich sage auch schon mal Tschüss und der Michael kriegt jetzt das letzte Wort. Ja, vielen Dank, Tobias, dass du uns den Raum zur Verfügung gestellt hast. Danke an die Teilnehmenden. Bei Facebook habe ich jetzt gerade keinen Überblick, wer teilgenommen hat. Hier sehe ich nochmal Diakonie und an Herrn Lasser und Timo vielen Dank für die Beteiligung. Ich glaube, dass wir das Thema nicht so schnell aus den Augen verlieren werden. Und ich hoffe, dass wir alle gesund und munter bleiben. In dem Sinne, einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.